Leben mitten in der Natur. Familie Reinhardt wohnt in Kaifenheim in der Eifel. Die Eltern genießen die Ursprünglichkeit auf dem Dorf und bemühen sich, nachhaltig zu leben. Wo ich halt auch darauf achte, ist beim Einkaufen, dass ich halt das Obst nicht mehr in Plastiktüten packe, sondern ein Netz habe, wo ich das reinpacke. Also was ich vermeiden kann, versuche ich zu vermeiden. Doch die Heizung im Keller passt nicht mehr ins Lebenskonzept. Eine Ölheizung von Anfang der 90er Jahre. Hier auf dem Land gibt es kein Erdgas. Doch Stefan Reinhardt sucht eine Alternative. Ja, Öl, du hast einen Ölbrenner, das ist eigentlich ein Brennstoff ohne Zukunft. Also das ist ja ein endliches Produkt. Seine Idee, eine Wärmepumpe. Doch zunächst haben ihm viele erst einmal davon abgeraten. So die Anfangszeit, Wärmepumpe, die Masse gesagt hat, bei Altbauten eher nicht. Also das, was man so als Feedback bekommen hat. Du hast ein altes Haus, Wärmepumpe kommt eigentlich für dich gar nicht in Frage. Warum guckst du da überhaupt? Ne? Sowohl sein Installateur als auch Fachleute von Weiland haben das Einfamilienhaus jetzt mal genauer angeguckt. Heizkörper, Dachdämmung und Fenster. Das Ergebnis, die Vorurteile gegen die Wärmepumpe haben sich nicht bestätigt. Das passiert leider ganz häufig. Oft ist es aber auch nur, weil man sich nicht genug mit der Technik beschäftigt und weil dieses Vorurteil einfach in den Köpfen hängt. Altbau gleich hohe Temperaturen. Das stimmt aber gar nicht, weil die allermeisten Gebäude, wie wir es jetzt ja auch hier bei Familie Reinhardt sehen, nachträglich energetisch saniert wurden und die Heizkörper auch mit viel niedrigeren Vorlauftemperaturen als früher auskommen. Kurze Zeit später. Vor dem Haus arbeitet eine flüsterleise Arotherm Plus. Die klimaschädliche alte Ölheizung ist Geschichte. An ihrer Stelle steht das moderne Heizsystem mit Speicher- und Warmwasserbereitung. Fachhandwerker Thomas Bluter ist nach einem Jahr Betrieb sogar so begeistert, dass er die Anlage gerne als Referenz in der Sanierung zeigt. Ich bin super zufrieden und habe auch dadurch, dass wir die Anlage hier eingebaut haben und die Leute zufrieden sind, haben wir die auch schon mehrmals an andere Kunden verkauft, die halt hier waren, sich's angeguckt haben, haben nur Positives gehört und dadurch dann halt auch eine Anlage gekauft bei uns. Und auch die Besitzer sind überaus zufrieden. Sie sind in ihrem Zuhause Vorreiter in klimafreundlicher Heiztechnik. Da kann man mit ruhigem Gewissen wirklich in die Zukunft blicken. Ne? Also super.